So, meine Damen und Herren, sehr geehrter Staatssekretär Siebler, lieber Dr. Striezel, werte Mitglieder des Landtags und der Kommunen, der Herren der Stadt Fürth, Magnifizenz, Schöck, Kanzler Schöck, Frau Klei und alle Kolleginnen und Kollegen und weitere Gäste hier. Ich freue mich, Sie hier und natürlich Frau Merkel, Entschuldigung. Ich freue mich, Sie hier in meiner Funktion. Oh, stopp, Herr Jasper. Altrektor Jasper habe ich auch noch gesehen. Das ist hier in meiner Funktion als Dekan der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie begrüßen zu können, auch wenn wir hier eher so der Juniorpartner in diesem Gebäude sind und nur mit einer Einrichtung eigentlich vertreten sind, dem ILI, also dem schon erwähnten Institut für Lerninnovation, das wiederum Teil einer größeren Einrichtung der FAU ist, dem CELIT, noch eine Abkürzung, Zentrum für Lehr-Lernforschung, Innovation und Transfer. Was macht das ILI? Das ILI beschäftigt sich forschend und entwickelnd mit Innovationsprozessen im Bereich lebenslangen Lernens und Lehrens, Bildung und Kompetenzentwicklung und ist also in einem nicht nur für die Lehrerinnenbildung, sondern auch in einem für die universitäre Ausbildung und für die Fort- und Weiterbildung insgesamt relevanten Feld unterwegs, das in einer sich dynamisch entwickelten Wissensgesellschaft immer stärker profilieren muss und an Bedeutung gewinnt. Ich möchte hier an der Stelle nicht auf die wechselvolle Geschichte des ILI an unserer Fakultät eingehen, sondern mich hier nur bedanken bei meiner Amtsvorgängerin Frau Stein-Keks, die leider nicht hier sein kann, aus Krankheitsgründen, weil sie während ihrer Amtszeit das ILI eben unter ihre Fittiche genommen hat und institutionell in ruhigeres Fahrwasser gelenkt hat, sodass es sich wirklich hervorragend weiterentwickeln konnte. Wissenschaftlich geleitet von Herrn Held und administrativ von Herrn Klein, den ich an dieser Stelle auch im Namen der Fakultät herzlich für Ihre Arbeit danken möchte, stellt das ILI in der Zwischenzeit nach dem Internationalen Kolleg für geisteswissenschaftliche Forschung den drittmittelstärksten Bereich unserer Fakultät dar, 2012 mit über 720.000 Euro an eingeworbenen Mitteln. Ich weiß, die TechFAC sozusagen rechnet in anderen Kategorien, aber wir wissen auch, das muss man eigentlich mit 5 mal nehmen. Genau. Genau. So etwas kann natürlich auch nur mit begeisterten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelingen, die hier arbeiten und die man vor lauter Dank an die Oberen auch nicht vergessen kann. Ich vermute, sie sitzen eher da hinten. Wenn ich hier zur Einleihung in dieses Gebäude komme, dann mache ich das nicht nur mit einem lachenden und weinenden Auge, sondern gleich mit zwei lachenden und weinenden Augen. Und zwar das erste weinende Auge hat jetzt nur indirekt mit der heutigen Eröffnung hier zu tun. Als ich nämlich in den frühen 80er Jahren in mein erstes Forschungsprojekt einstieg, ich bin eigentlich Arbeits- und Organisationssoziologe, habe ich eines meiner ersten Interviews hier in diesem Gebäudekomplex durchgeführt, nämlich damals in der Hauptverwaltung der Grundig AG. Die Grundig AG war ja eines der deutschen Vorzeigeunternehmen der Wirtschaftswunderzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Niedergang und die Schließung dieses Unternehmens und verschiedener anderer, man muss nur die Förderstraße lang gehen, ALG, Triumph Adler, Quelle und so weiter und so fort. Der Niedergang und die Schließung dieses Unternehmens war mit gleichzeitig einem dramatischen Verlust an industriellen Arbeitsplätzen hier in der Region verbunden. Daher kann die heutige Nutzung, und da kommt dann das lachende Auge dazu, die heutige Nutzung dieser Räume durch eine Universität symbolisch verstanden werden, für einen dann letztlich doch erfolgreichen Übergang von einer industriellen Arbeitsgesellschaft hin zu einer modernen Wissensgesellschaft, deren Speerspitze ja Universitäten wie die FAU darstellen. Auch beim zweiten, wie bitte? So, was anderes, okay. Ich habe gedacht, Sie wollten was dazufügen. Auch beim zweiten fange ich wieder mit dem weinenden Auge ab. Für eine Universität, Frau Merkel hat schon darauf hingewiesen, für das optimale Funktionieren einer Wissenschaftlerinnengemeinschaft innerhalb einer Fakultät wäre der Optimalzustand, wenn die Einheiten einer Fakultät räumlich nahe zusammen lokalisiert sind. Der US-amerikanische, habe ich zufällig in Forschung und Lehre diese Woche gelesen, der US-amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Arno Penzias hat völlig zu Recht gesagt, und ich zitiere, nichts beflügelt die Wissenschaft so wie der Schwatz der Kollegen auf dem Flur.
Sie hatten in anderen Worten, aber wenn ein Nobelpreisträger das sagt, dann wird es noch besser und wichtiger. Diesen Schwatz können wir mit den Kolleginnen vom ILE in der nächsten Zeit nicht mehr führen. Wir können zwar zu Recht sagen, die philosophische Fakultät und die Fachbereich Theologie ist ganz ähnlich wie die technische Fakultät nun in allen drei Großstädten der hiesigen Metropolitanregion vertreten, aber dieser schöne Marketingspruch ersetzt das kollegiale Gespräch zwischen Tür und Angel nur begrenzt. Daher würden wir uns natürlich wünschen, dass sich mittelfristig alle Einrichtungen der Fakultät und insbesondere auch die Nürnberg angesiedelten Einrichtungen wieder an einem Ort zusammenfinden könnten. Trotzdem, und jetzt wieder das lachende Auge, freut es mich sehr, dass es der Universitätsleitung gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst und insbesondere auch mit besonderem Engagement der Stadt Fürth, die sich hier stark engagiert an dem Standort, dass es die ermöglicht haben, unserer Fakultät in ihrer akuten Raumnot zu helfen und für unser ILE hier doch sehr schöne Räume in Fürth zur Verfügung zu stellen. Also herzlichen Dank an alle Beteiligten. Insofern bleibt mir zum Abschluss nur noch allen Wissenschaftseinrichtungen, den technischen und dem ILE, hier unserer Fakultät, hier frohes und erfolgreiches Schaffen zu wünschen. Viel Spaß. Besten Dank.